Kapitel 18. Obwohl sie Oras und seine Frau Haja noch kaum kannte, fühlte sich Sara im Haus des Vogelmanns ausgesprochen wohl. Es stand mitten im Wald und fern von dem trübsinnigen Alltag der Stadt Gaal. Wie schön mußte es hier erst im Frühling sein, wenn Veilchen, Sternkraut und Wildrosen gediehen und alles frisch und grün war. Doch auch jetzt, da sich die Blätter golden und rostrot färbten und die Kastanien anfingen, Früchte zu tragen, wirkte die Umgebung freundlich und anheimelnd. Das Häuschen aus rotem Lehm war klein und bestand nur aus einer gemütlich geschnittenen Wohnküche und ein paar kleineren Räumen mit Badezuber, Vorratsregalen und Kleiderkammer. Das Dachgeschoss war in die beiden Schlafzimmer unterteilt, die die Novizin, Lennis und Arkosch derzeit bewohnten. Haja und Oras hatten darauf bestanden, für die Dauer ihres Aufenthaltes mit Decken und Matten im unteren Teil des Hauses vorlieb zu nehmen, und sie gestanden, dass sie die oberen Räumlichkeiten ohnehin nur an kühlen Tagen nutzten, da es ihnen im Sommer zu warm dort oben war. Oft legten sie sich auch unter freiem Himmel in ihrem kleinen Garten zur Ruhe, den das Paar liebevoll pflegte. In eben jenem Garten stand Sara auch jetzt und konnte gar nicht genug bekommen von den Sperbern, Käuzchen, Drosseln und Meisen, die fleißig um den Vogelmann herumschwirrten und ihm Körner aus der Hand pickten. Als sie genug bekommen hatten, wedelte Oras kurz mit der Hand und die Tiere verschwanden wieder zwischen den Bäumen. »Ich sollte das nicht tun«, erklärte er schuldbewusst. »Sie müssen lernen, ihr Futter selbst zu finden, und auch wenn dadurch die Schwächeren verhungern, so ist das doch das Gesetz von Leben und Tod. Es ist falsch, sich auf diese Art einzumischen. Jeden Tag dürfte ich das nicht tun, nur hin und wieder, wenn mir besonders liebe Gäste erscheinen, dann zeige ich ihnen auf diese Art, welche Wunder die Natur zu bieten hat.« Er deutete auf eine Sitzgruppe aus grobem Korbgeflecht, die er unter einer Birke aufgebaut hatte. »Bitte nimm Platz. Wir wollen noch eine Tasse Tee trinken, bis die Herrin zurückkehrt und Haja dann das Abendessen aufträgt.« Auch Arkosch war begeistert von diesem unverhofft angenehmen Aufenthalt. »Ihr lebt hier wie im Paradies. Habt ihr denn oft Besuch?« »Oh, hin und wieder. Oft sind es Reisende, die hier übernachten, um am nächsten Tag den Tempel aufzusuchen. Manchmal kommen auch Freunde aus Gaal hierher, aber selten. Unseresgleichen jedoch sucht diesen Ort so gut wie nie auf. Es ist zu gefährlich, denn obwohl ich nicht in der Stadt lebe, kennt mich fast jeder dort. Sie nennen mich einen verrückten Eigenbrötler, und es würde zu viel Aufsehen erregen, wenn ich zu enge Bande mit dem Sichelland zeige. Was euch angeht, habe ich jedoch keine Bedenken, da die Herrin ja wegen des Lebenstempels hier ist und nicht meinetwegen. In diesem Fall ist mein Haus für euch nur eine gewöhnliche Herberge, wie für viele andere auch.« »Ehrlich gesagt, wussten wir gar nicht, dass du noch in der Gegend bist. Es hieß, die Sichelländer seien beinahe alle aus Gaal verschwunden. Frey hat uns anschließend berichtet, dass du immer noch hier wohnst.« »Er ist ein Taugenichts«, schnaubte Oras. »Ich glaube wohl, dass er gerne mein Freund wäre, aber er weiß, dass ich nicht viel von ihm halte. Er ist kein übler Mensch, hält im Sichelland die Treue und hat die unseren, soweit ich weiß, nie hintergangen. Aber er ist feige und faul, und er hat ständig Schulden. Das Glücksspiel am Kartentisch wird ihm immer wieder zum Verhängnis. Die Herrin hätte von ihm keinen Nachteil zu befürchten, aber von großem Nutzen wäre er ja auch nicht.« »Wenn er so feige ist, wundert es mich umso mehr, dass er hier geblieben ist«, erwiderte Arkosch nachdenklich. »Wo soll er denn hin? In fast jeder Stadt lebt jemand, den er schon übers Ohr gehauen hat, und zu Hause erwartet ihn eine schwere Strafe. Er hat es mit seinen Gaunereien einfach übertrieben. In Gaal lässt man ihn in Ruhe. Man nimmt es mit Gesetzen ja hier im Allgemeinen nicht so genau. Er ist einer von vielen, und keiner würde sich die Mühe machen, ihn anzuklagen. Und er wäre sicher der Letzte, den man für einen Sichelländer halten würde.« »Da gebe ich dir recht.« »Aber reden wir von etwas anderem. Es gibt einiges, was ich der Herrin berichten sollte, sofern sie es nicht schon von anderen gehört hat. Ich hoffe, sie wird mir Gehör schenken.« »Das wird sie sicher, Oras. Es ist lange her, dass wir zuverlässige Informationen bekommen haben, und...« Arkosch stockte. Ein großer Schatten schwebte gerade über ihn hinweg und ließ sich dann mit einem leisen Flügelrauschen auf dem Tisch nieder. Es war ein Rabe von geradezu beeindruckender Größe. Mit blanken Augen starrte er die kleine Gesellschaft an. »Ein Silberrabe«, bemerkte Oras stolz. »Gefällt er euch?« Die Frage galt vor allem Sara. »Er ist herrlich«, nickte sie angetan. »Es freut mich, dass ihr das erkennt.
Ein besonders stattliches Tier und noch dazu klug wie kaum ein anderer Vogel. Er kommt immer wieder mal hierher, sieht mir bei der Arbeit zu oder sonnt sich auf dem Zaunpfosten dort. Dann verschwindet er wieder für ein paar Tage. Ich habe noch nie einen so schönen Raben gesehen. Sein Gefieder glänzt, als wäre es von Diamanten durchsetzt. Sarah konnte den Blick kaum von dem Tier abwenden. Nun, dass euch ein solcher Anblick fremd ist, ist verständlich. Für gewöhnlich gibt es südlich der Berge keine Silberraben. Man nennt sie so, weil sie eigentlich nur in der Gegend um die Silberberge in Zykalas nisten und sich auch sonst kaum von dort entfernen. Dieser hier stellt eine seltene Ausnahme dar, und mir ist, als wolle er mir hin und wieder ein Stück Heimat hierher bringen. Aber er bleibt nicht für immer hier? Nein, er braucht seine Freiheit und wird immer wieder wegfliegen. Oh, ich glaube, er findet Gefallen an euch. Der Rabe hüpfte auf Sarah zu und legte seinen Kopf zur Seite, als würde er über etwas scharf nachdenken. Zaghaft streckte das Mädchen die Hand aus und streichelte dem Vogel vorsichtig über den Kopf. Er machte keine Anstalten auszuweichen. Sieh an, ein wahres Naturtalent. Ich muß zugeben, daß er sich das nicht einmal von mir gefallen läßt. Oras strahlte. Die Herrin hat mit ihrer Dienerin eine gute Wahl getroffen. Tiere durchschauen Menschen weit besser, als wir es vermögen. Hat er einen Namen? Nein. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ihm einen geben sollte. Aber vielleicht fällt euch ein schöner Name für ihn ein. Mir? Er mag euch. Wer weiß, vielleicht begegnet ihr ihm eines Tages wieder. Raben sind bemerkenswerte Vögel. Das dumme, gemeine Volk bezeichnet sie gern als Unheilbringer und Boten des Todes, aber das ist Unsinn. Manchmal glaube ich sogar, sie verstünden jedes Wort, das wir reden. Und es gibt in unserem Land viele Geschichten über Silberraben, die den Menschen zur Hilfe kamen. Mag sein, dass ihr hier einen wahren Freund gefunden habt. Er ist so schön wie die Nacht, wenn der Himmel Sternen übersät ist. Was heißt Nacht auf Zykalanisch? Zarek. Das klingt schön. Wäre das nicht ein guter Name für ihn? Wirklich sehr passend. Und er wird es euch sicher danken. Dann wünsche ich dir, Zarek, dass du immer so frei sein mögest wie in diesem Augenblick. Und mir wünsche ich, dass wir uns irgendwann wieder begegnen. Als hätte der Rabe sie tatsächlich verstanden, krächzte er leise, legte den Kopf auf die andere Seite und ließ sich dann noch eine Weile am Hals kraulen, bevor er sich wieder in die Lüfte erhob. Sie tranken weiter ihren Tee und unterhielten sich über dies und jenes, über die Vögel, die Preise der Händler, über den Winter und allerlei andere Dinge, jedoch nicht über die Ereignisse in jüngster Zeit. Erst als es schon fast ganz dunkel geworden war, vernahm Sarah endlich Schritte auf dem Waldweg und kurz danach eine vertraute Stimme. »Euch kann man bis zur Lichtung hören. Ich hoffe, ihr habt auf eure Worte geachtet.« Lennis trat zwischen den Bäumen hervor. »Die Ohren der Mittelländer sind schlecht, Herrin, doch es gab nichts, was sie nicht hätten hören dürfen.« Oras stand auf und verbeugte sich tief, und Haya, die nach getaner Hausarbeit ebenfalls zu der Runde gestoßen war, tat es ihm gleich. »Wünscht ihr, dass ich das Abendessen serviere?« »Ich habe keinen Hunger. Sarah kann mir später etwas heraufbringen. Für den Rest des Abends werde ich mich zurückziehen. Ich wünsche nicht, gestört zu werden.« »Hattest du Erfolg im Tempel?« fragte Akosch, nachdem das Ehepaar ins Haus zurückgekehrt war. »Das wird sich zeigen, wenn ich das studiert habe, was ich von dort mitgebracht habe.« »Du hast Schriftstücke mitgenommen. Aber damit waren doch die Priester sicher nicht einverstanden.« »Bis sie es bemerken, sind wir längst weg. Und ich bezweifle, dass sie es überhaupt jemals feststellen.« »Und gab es keinerlei Schwierigkeiten?« »Keine. Sarah könnte sich als Fälscherin eine goldene Nase verdienen.« »Aber du siehst dennoch beunruhigt aus.« »Bilde dir nicht schon wieder irgendetwas ein. Es waren lange Tage und ich bin müde. Gute Nacht.« Dann ging sie hinein, und noch bevor irgendjemand ihr folgen konnte, hatte sie das Schlafzimmer erreicht und die Tür fest hinter sich geschlossen. Sie bedauerte, dass kein Schlüssel im Schloss steckte, den sie zusätzlich hätte herumdrehen können. Niemand sollte dabei sein, wenn sie sich in die Vergangenheit vertiefte. Niemand sollte lesen, was sie lesen würde. Erst danach konnte sie entscheiden, wie viel Wissen sie mit den anderen teilen wollte.
Was ist? Schon seit Stunden hatte Lennis über den verschiedenen Dokumenten gebeugt am Tisch gesessen, die Öllampe so weit heruntergedreht, dass sie die Buchstaben gerade noch erkennen konnte, und sie hatte dabei alles um sich herum vollkommen vergessen. Es war ihr, als lese sie nicht nur, was dort geschrieben stand, sondern als erlebte sie alles noch einmal mit. Manchmal fügten sich ihr bisher unbekannte Details ein, die das Bild nicht schöner machten, und allmählich beantworteten sich immer mehr der Fragen, die sie sich nun schon seit Wochen stellte und die sie mehr und mehr bereute. Denn die Antwort war alles andere als beruhigend. Das sachte Klopfen riss sie zurück in die Wirklichkeit. »Ich bringe euch etwas zu essen und zu trinken.« Dunkel erinnerte sich Lennis, dass Sarah vor geraumer Zeit schon einmal mit diesem Anliegen dagewesen war, doch sie hatte sie ohne zu öffnen weggeschickt, mit der beiläufigen Bemerkung, sie möge später wiederkommen. Ihr Blick schweifte über all die Briefe und Texte, die vor ihr über den Tisch verstreut lagen, und zuletzt über das Buch, auf dem in schon verblassender Tinte das Wort »Mondfinsternis« geschrieben stand. Selbst wenn ihr der Tod gedroht hätte, so hätte sie es nicht im Tempel zurücklassen können. Es war in ihrer eigenen Sprache geschrieben, nur der Titel war für Fremde lesbar. Vermutlich wusste keiner der Priester, was sie dort eigentlich in ihrem Archiv verstauben ließen, denn es war zwischen zwei großen Folianten im untersten Fach eines Eckregals sicher schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten. Und doch entbehrte es nicht jeglichem Risiko, diesen Diebstahl zu begehen. Wenn es wider Erwarten doch jemanden gab, der den Inhalt dieses Buches kannte, würde er vielleicht nach ihrem Besuch gezielt danach suchen. Sie schob die Pergamente zusammen und warf sie über die unscheinbare Kostbarkeit. »Komm rein«, sagte sie dann endlich. Das Tablett, das Sarah hereinbrachte, reichte kaum aus. Brot, Trauben, Fisch, Gemüse und eine große Flasche aus braunem Glas nebst einem Becher aus Steingut quetschten sich darauf, und Sarah atmete erleichtert auf, als sie die Last endlich abstellen konnte. »Uras bedauert, euch keinen Seajug anbieten zu können, sondern nur Rum, aber er hofft, ihr werdet trotzdem zufrieden sein. Und er fragt an, ob ihr ihm morgen einige Minuten Zeit schenken könntet, damit er euch berichten kann, wie die Lage in Gal und der näheren Umgebung ist.« »Morgen«, stimmte Lennis teilnahmslos zu. Ohne eine Anweisung abzuwarten, füllte Sarah den Becher mit Rum und ging dann wieder in Richtung Tür. »Warte!« Erst jetzt sah Lennis auf. »Wie hast du das gestern Abend gemacht?« Etwas verlegen sah Sarah zu Boden. Sie wusste, was die Zykala meinte. »Ich kann es nicht genau erklären. Die Heilerin, die es mir gezeigt hat, meinte, es hätte etwas mit den Nerven zu tun und mit ihrem Zusammenspiel mit den Sinnen. Man muss den richtigen Punkt finden und gleichzeitig seine Stimme in eine bestimmte Schwingung versetzen. Sie sagte auch, es sei sehr schwer und würde nicht jedem gelingen, aber irgendwie... »Du hast viele Talente, weißt du das?« Eigentlich klang es nicht wie eine Frage. »Ich habe noch viel zu lernen.« »Sicher. Das haben wir alle.« Lennis nippte an dem Rum. Dann fragte sie plötzlich, »Habt ihr den Raben gesehen?« Überrascht hob Sarah wieder den Kopf. »Ja, der Silberrabe. Er war in Uras Garten.« »Ich dachte es mir. Er ist mir auf dem Weg begegnet. Gefällt er dir?« Sarah wunderte sich, dass diese Frage nun schon zum zweiten Male gestellt bekam. »Ja, sehr. Uras hat mich gebeten, ihm einen Namen zu geben.« »Warum?« »Er ließ sich von mir streicheln. Uras meinte, dass nicht einmal er das sonst könnte.«